Ja, wir von Delbrück, wir sind ein Eierart, wir sind kein Bure und kein Luxusstadt, wir haben eine Hetzier. Lev Öde, Lev Freunde der KGU. Wenn der Jeck nicht zur Bütt kütt, dann kütt die Bütt zum Jeck. In einer Session, in der uns normale Fastelovens-Aktivitäten nicht stattfinden könne, versuchen wir im Uhu, der ein oder andere karnevalistische Moment inzufangen, um euch Spaß und Freude zu machen. Wir packen die Bütt unter der Arm und jonder mit Oktur. Das Ganze stellen wir dann unter das Motto: He kütt die Bütt. Sag, lang muss die Bütt dann hög? Beim Bruno Wasser. Dem Ihre Fürsitzende vom Uhu? Ja. Dr. Bruno Wasser, so viel Zick muss sein. Also ich stehe hier in der Bütt und dadurch nach einem Samstag, eigentlich habe ich ja eine richtige Aversion hier in Bütt. Und zwar deswegen, weil ich als Jung schon damals immer in die Zinkbütt mord, und zwar samstags, zusammen mit meiner Schwester Irmja. In der kleinen Bütt, einen Meter lang, kann man sich natürlich dafür stellen, in Zeiten von Corona, ohne Maske und ohne Putz, das ist ja unglaublich, ist das doch. Also seit Loriot weiß man, zwei Mann in einer Bütt, das ist zu viel. Und vor allen Dingen, ich komme aus einer sehr kinderreichen Familie. Das Schlimmste war dabei, dass meine 8 Geschwister, die vor der Irmja bei mir waren, alle vorher schon gebadet hatten. Man kann sich ja vorstellen, wie das dann da aussah in dieser Bütt. Die Zinkbütt, die hat also schwarz geschwommen vor dem Dreck der ganzen Familie. Aber wir sind ja heute hier bei einer anderen Bütt und die spricht ja für die Traditionspflege vom Uhu. Eine wunderbare Bütt, das ist keine Zinkbütt, aber doch sehr alt und der Uhu ist... Das warst du jetzt, ne? Scheiße. So, jetzt ist auch das Telefonat erledigt. Irgendein Blödmann hat das Ding wieder angelassen, aber was soll es denn? Wo sind wir stehen geblieben? Bei der Bütt. Ja, dabei muss ich ja nun gestehen, ich habe jahrelang mit meiner Schwester Irmja zwar in der Bütt samstags gesessen, aber ich habe sie nie nackig gesehen. Das muss man sich vorstellen. Also so unzüchtig waren wir nie. Ich musste mich immer umdrehen oder mir die Augen zuhalten, wenn sie aufstand. So konnte ich meine Bubenschaft auch relativ lange behalten. So. Aber was die EU-Bütt anbetrifft, die spricht für die Tradition der KGU und vor allen Dingen auch für die permanente Sorge der KGU um die Tradition insgesamt. Dazu gehört natürlich auch, dass verdiente Mitglieder der Gesellschaft dann auch zu gegebenen Anlässen auch mal ordentlich empfangen werden bzw. dann auch belobigt werden. Da erinnere ich mich an die Situation so in den 90er Jahren, als Otto Wasser, mein Bruder, seinerzeit die graue Eminenz der KGU, seine silberne Hochzeit hatte, aber die eigentlich gar nicht richtig feiern wollte. Aber der Vorstand der KGU, der hat sich dann gedacht, naja, das kann ja nicht so einfach unter den Tisch fallen. Also folglich hat man dann ein Fest vorbereitet beim Knipschild und hat dazu den Präsidenten des Bundesdeutscher Karneval eingeladen, Franz Wolf. Der kam dann auch an dem Samstag, weil man wusste, dass Herr Otto samstags morgens immer seinen Rundgang durch die Dillbacher Kneipen machte und die letzte Station war traditionsgemäß beim Knipschild. Also standen etwa 40 sehr ehrenvolle Leute, das war die Familie, das waren natürlich viele U-Mitglieder und der Franz Wolf beim Knipschild und wachteten und wachteten und wachteten auf den Otto. Wer nicht kam, war Otto. Also schickte man den Bruder Norbert auf den Weg und er musste durch alle Dillbacher Kneipen gehen, um den Otto zu finden. Er fand ihn auch. Und zwar in seiner zweiten Lieblingskneipe beim Overs Hans. Widerwillig ging er dann mit zum Knipschild und als er dort ankam, ein großes Holodrio. Und ich erlaubte mir dann eine kleine Eröffnungsrede zu halten, um diese Ordensvergabe durch Franz Wolf also vorzubereiten.
Aber dann machte ich den einen Fehler und sagte, so Otto, du hast heute deine silberne Hochzeit, jetzt sind so viele Gäste vorhanden, jetzt wäre es doch an der Zeit, dass man auch der Griet mal Bescheid sagt, deiner Frau. Und da kam die entwaffnende und kurze Antwort von Otto, ja, was hätte meine Frau mit der silbernen Hutzig zu tun? Punkt. Gülle Alaf. Schlag auf Schlag, der Mann vor Jota wird dort umme. Er kriegt ein Kind mit Flöten und mit Umme. Und wann der Nord.